Wie würde ein Krankenhausaufenthalt in unserer Abteilung ungefähr ablaufen als Beispiel? Jetzt nehmen wir mal an, wir stellen uns einen Patienten vor, der hat Bauchschmerzen, wird entweder vom Hausarzt eingewiesen oder weil es schlimm ist, vom Notarzt eingeliefert, kommt zunächst bei uns in die Notaufnahme. In der Notaufnahme wird der Patient von einem Assistenzarzt oder Assistenzärztin gesehen. Dann, wenn die ersten Informationen vorliegen, wird auch gleich ein Oberarzt hinzugerufen. Man schaut sich den Patienten gemeinsam an, befragt den Patienten ausführlich, das ist das Entscheidende, um zu verstehen, wo das Problem liegen könnte, untersucht den Patienten, das dient auch nochmal der Problemfindung. Und wenn wir jetzt beispielsweise Hinweise haben, jetzt ist der Patient hat gesagt, er hat Schmerzen am Oberbauch und beim Druck in diesem Bereich tut es ihm auch weh, dann hätte man als Beispiel den Verdacht, dass der Patient vielleicht Gallensteine hat. Und dann würden wir den Patienten fragen, zum Beispiel, wie ist die Stuhlfarbe? Wenn der Patient mir dann sagt, dass der Stuhl sich zuletzt aufgehellt hat, dann wäre der Verdacht erhärtet, dass er einen Stein im Gallengang hätte. In diesem Fall würden wir dann auch gleich einen Ultraschall machen können, um auch den Gallengang anzusehen und würden auch Laboruntersuchungen anfordern, die entsprechende Werte anzeigen, ob eine Galleabflussstörung vorliegt und ob vielleicht auch eine Infektion vorliegt. Wenn dann die ersten Informationen da sind, Ultraschall und Laboruntersuchungen, dann bekommt der Patient natürlich auch vorher schon ein Schmerzmittel, dass die Schmerzen gedämpft sind, wenn eine Infektion vorliegen würde, bereits in der Notaufnahme das erste Antibiotikum. Dann wird der Patient, dann werden die Anordnungen geschrieben für die Station, dann kommt der Patient auf die Station. Wenn das Problem sehr ernst ist, wenn zum Beispiel eine Blutvergiftung vorliegen würde, würde der Patient auf die Intensivstation verlegt werden. Es wird dann vom Oberarzt festgelegt, welche Medikamente der Patient bekommen soll und welche Eingriffe notwendig sind. Wenn zum Beispiel in diesem Fall ein Stein im Bereich der Gallenwege im Ultraschall gesehen wird und auch die Laborwerte darauf hinweisen, würde dann ein Eingriff im Bereich der Gallenwege anstehen. Das heißt, man würde den Patienten dann am nächsten Tag nüchtern lassen. Man würde dann mit Hilfe einer Untersuchung, die einer Magenspiegelung ähnelt, den Gallengang inspizieren, eröffnen und die Gallenwege reinigen. Das ist schon ein etwas aufwendigerer Eingriff, aber verläuft ohne Messer. Dann erholt sich der Patient, bekommt beispielsweise danach noch weiter Antibiotika. Man beobachtet den Zustand des Patienten in den nächsten ein, zwei Tagen, dass hoffentlich keine Schmerzen mehr bestehen, die Laborwerte sich bessern und auch die Infektwerte sich verbessern. Wenn nötig, bekommt der Patient für die Zeit seines Krankenhausaufenthaltes noch eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Und wenn dann natürlich die Entlassung ansteht, aber auch vorher schon, wird die Entlassung geplant. Wir müssen sicher gehen, dass der Patient versorgt ist. Wenn es ein zuvor gesunder, fitter Patient war, dann werden wir den Hausarzt informieren, dass er entlassen wird, damit er auch Bescheid weiß, was passieren muss, also was nach der Entlassung passieren muss. Wir haben es aber auch natürlich mit betagten Patienten zu tun, die hilfsbedürftig sind. Da wird vorher zusammen mit unserem Sozialdienst die Versorgung geklärt. Wir müssen einfach sicherstellen, dass der Patient auch zu Hause gut versorgt ist und die Hilfe hat, die er benötigt. Wir können also keinen alten, schwachen Menschen nach Hause schicken mit dem Taxi und die Augen verschließen, vor dem, was danach passiert. Wir sind da gewissenhaft und diese Dinge werden vorbereitet und der Patient wird erst dann entlassen, wenn die Versorgung nach der Entlassung auch gewährleistet ist. Wenn es erforderlich ist, werden bei solchen Patienten natürlich auch die Angehörigen auch mit ins Boot geholt und die Dinge nicht nur mit dem Hausarzt, sondern auch mit den Angehörigen besprochen, damit der Patient auch nach der Entlassung gut versorgt ist. Ich möchte zunächst einmal ausführen, was das Wesen der inneren Medizin, also des Internisten, eigentlich ist. Also die innere Medizin, das hatte ich vorhin gesagt, ist eine Disziplin, die sich mit Problemen im Bereich der inneren Organe befasst. Aber letztlich das Selbstverständnis eines Internisten ist es,
dass er den Menschen als Ganzes sieht, also von der Nasenspitze bis zur Zehenspitze, und den Menschen in seiner Gesamtheit betrachtet, nicht nur körperlich, sondern auch sozial und auch seelisch, und einfach versucht zu verstehen, wo das Problem herkommt und was für ein Problem der Patient hat. Natürlich ist es so, dass dann, wenn die Probleme gelöst werden müssen, neben der Innenmedizin auch verschiedene Spezialdisziplinen dann zum Einsatz kommen. Aber das heißt, dieses Wahrnehmen des ganzen Menschen in seiner Gesamtheit, sozial, psychisch, seelisch und körperlich, das ist letztlich das Wesen der inneren Medizin. Also das heißt, das Selbstverständnis Internisten und das auch das Verständnis meiner Abteilung ist, dass wir uns um Leute kümmern, denen es nicht gut geht. Und dass wir einfach mit Hilfe unseres Fachwissens und unserer Erfahrung versuchen herauszufinden, was der Patient für ein Problem hat. Ich möchte dann auch in diesem Zusammenhang erläutern, wie geht dann so ein Arzt vor, wie geht so ein Internist vor. Die Menschen, gerade auch Laien, denken, dass Medizin eine Apparatemedizin ist. Gerade innere Medizin ist überhaupt keine Apparatemedizin. Es ist zu 90% eine Wissensdisziplin, die ohne Maschinen und ohne Technik auskommt. Das ist auch ein Missverständnis. Das ist auch gerade Medizinstudenten oder junge Absolventen, die machen immer große Augen, wenn sie Apparate sehen, wo viele Lichter blinken und ein Ultraschallgerät oder irgendeine Dialysemaschine oder was auch immer. Aber das macht nicht die Medizin aus. Man muss nicht Medizin studieren, um einen Dialyseapparat zu bedienen oder ein Ultraschallgerät zu bedienen. Aber man muss Medizin studieren und man braucht Berufserfahrung und auch Lebenserfahrung, um sozusagen diese nicht apparative Medizin zu beherrschen. Und ich will Ihnen einfach nur erläutern, wie man vorgeht, um einem Patienten zu helfen. Das Entscheidende, wenn jemand durch die Tür kommt und Sie wollen, der hat ein Problem. Sie müssen diesem Menschen gut zuhören. Das Patientengespräch ist das absolut Entscheidende, um herauszufinden, wo das Problem liegt. Und das hört sich so danach an, als ob man ein Schwätzchen mit dem Patienten hält. Das ist aber nicht ganz so. Natürlich dient das Gespräch mit dem Patienten dazu, dass man sich kennenlernt, eine menschliche Beziehung aufbaut. Man muss auch den Charakter, die seelische Verfassung des Patienten erfassen. Aber man muss aufmerksam zuhören, und wenn der Patient spricht, muss man die ganze Zeit Ideen entwickeln, wo das Problem liegen könnte. Als Beispiel, wenn der Patient zu mir kommt, ein 80-jährige Patientin, und sagt, sie bekommt schlecht Luft. Wenn ich diese Information habe, dann muss ich sofort nachdenken und mir überlegen, 80 Jahre alt, die Wahrscheinlichkeit einer Herzerkrankung ist recht hoch, es könnte also ein Herzproblem dahinter stecken, es könnte aber auch ein Lungenproblem dahinter stecken. Das heißt, die Patientin erzählt mir das, ich denke nach und überlege sofort, wo könnte das Problem liegen, und werde dann der Patientin dann auch gezielte Fragen stellen, die in diese Richtung ziehen. Ich würde beispielsweise fragen, ob Husten, Fieber oder Auswurf bestehen, um zu erfragen, ob vielleicht eine Lungenentzündung dahinter steckt, oder aber um die Vermutung einer Herzerkrankung zu prüfen, würde ich fragen, ob Brustschmerzen bestehen, ob die Beine manchmal geschwollen sind, ob die Patientin sich nachts aufsetzen muss, ob sie Probleme hat, Treppen zu steigen und so weiter. Damit will ich nur illustrieren, und das ist auch das, was ich den Studenten beibringe, dass das Patientengespräch der Schlüssel ist, um herauszufinden, wo körperlich das Problem liegt. Natürlich dient das Gespräch aber auch herauszufinden, die seelische Verfassung des Patienten kennenzulernen, aber auch natürlich die sozialen Umstände, unter denen der Patient lebt, auch kennenzulernen. Wenn man dann anhand dieses Gespräches schon eine Idee hat, wo das Problem liegt, dann ist es so, dass man den Patienten körperlich untersucht. Woraus besteht die körperliche Untersuchung? Man inspiziert den Patienten aufmerksam.
Man beobachtet die Mimik, die Augenbewegungen, man beobachtet, wie der Patient atmet, die Hautfarbe, man inspiziert die Extremitäten, schaut, ob Rötungen oder Blutergüsse vorliegen und ähnliche Dinge. Dann tastet man den Patienten ab, man fühlt, ob die Hände warm sind, ob der Puls regelmäßig schlägt. Man tastet den Bauch ab, ob hier Schmerzen vorliegen, ob Schwellungen oder ähnliche Dinge vorhanden sind oder Tumore zu tasten sind. Und wir haben natürlich auch das Hilfsmittel, um den Patienten abzuhören, das heißt das Stethoskop, ob die Lunge sich gut anhört, ob sich der Darm normal bewegt. Also das heißt fundamental ein intelligentes Patientengespräch und eine körperliche Untersuchung, die aus Inspektion, Tasten und Abhören besteht. Dann hat man schon eine Idee, wo das Problem liegt und dann kann man gezielt Laboruntersuchungen anfordern, um nochmal der Sache nachzugehen oder Bilder vom Körper anzufertigen, Röntgen, Computertomographie oder MRT. Es gibt aber natürlich auch andere Verfahren wie Magen- oder Darmspiegelung, um nachzusehen. Aber damit wollte ich auch nochmal erläutern, das Apparative ist absolut nachrangig. Man löst das Problem in den meisten Fällen, indem man dem Patienten aufmerksam zuhört. Die Lichter, die leuchten, das sind die Lichter im Kopf und nicht die Lichter an der Maschine. Um die Knöpfe einer Maschine zu drücken, muss man nicht zur Schule gehen und man muss nicht Medizin studieren. Aber um den Patienten in seiner Gänze zu verstehen, muss man das Fach studieren, muss wissen, wie der Körper funktioniert und muss die richtigen Fragen stellen. Das Problem verstehen ist natürlich das eine. Das zweite ist aber natürlich das Problem lösen. Und auch da wiederum ist es ganz fundamental wichtig, man muss sich nach den Wünschen des Patienten richten. Die Patienten sind nicht dafür da, die Ärzte glücklich zu machen, sondern wir richten uns danach, was der Patient möchte. Das ist sehr wichtig. Dafür braucht man Menschenkenntnis. Man muss auch die Menschen mögen, sonst interessiert man sich auch nicht für ihre Probleme. Und auch eigene Lebenserfahrung ist sehr wichtig. Aber auch berufliche Erfahrung. Man muss auch wissen, man kann in der Medizin viele Dinge tun, aber nicht alle Dinge sind sinnvoll. Man muss wissen, wann man welchem Patienten mit welcher Methode einen Gefallen tut. Das heißt, auch für das Problem lösen, denke ich, ist ein Internist eine sehr gute Anlaufstelle, um letztlich zunächst einmal den Weg zu bahnen. Und fundamental muss auch der Internist dann auch die Frage mit dem Patienten besprechen, worum geht es eigentlich? Geht es darum, das Leben zu verbessern oder geht es darum, das Leben zu verlängern? Das sind manchmal zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Und auch da muss man mit dem Patienten bereden, was möchte er eigentlich? Manche Patienten sagen, lieber Herr Doktor, lieber lebe ich ein bisschen besser, aber dafür ein paar Jahre kürzer. Und der andere sagt, nein, ich habe Kinder und ich habe Verantwortung für andere. Auch wenn es anstrengend ist, möchte ich eine starke Behandlung bekommen, dass ich am Ende auch länger lebe. Damit wollte ich nur illustrieren, dass innere Medizin den Anspruch hat, den Patienten in seiner Gesamtheit zu verstehen, das Problem zu verstehen, aber auch bei der Problemlösung den Patienten auch in seiner Gesamtheit betrachtet und ihm auch Hilfestellungen bei der Lösung zu geben und dann auch andere Fachdisziplinen und Spezialisten natürlich dann einzubeziehen, die dann bei der Problemlösung helfen. Wenn also beispielsweise eine Herzklappe undicht ist und es Pudels Kern darstellt, dann braucht man natürlich den Spezialisten, der diese Klappen austauschen kann. Vielen Dank.